heute hier als schwäbische, als bayerische, als deutsche, als europäische, als weltweite Atombewegung, Anti-Atombewegung, um sehr, sehr deutlich zu machen, dass so schnell wie möglich alle Atomkraftwerke abgeschaltet gehören, dass es nicht sein kann, dass neue Atomkraftwerke gebaut werden, errichtet werden sollen, wie zum Beispiel in der Türkei, wie in Ägypten, wie in anderen Ländern. Denn es gibt keine Sicherheit vor der Gefahr, die Atomkraftwerke haben. Wir wollen Sicherheit und deswegen Abschaltung so schnell wie möglich. Wir erinnern an Tschernobyl, 30 Jahre her. Wir erinnern aber auch an Fukushima, wenige Jahre her, wo deutlich wurde, die Behauptung, es seien ja nur die Schrottreaktoren gefährlich, deutlich widerlegt wurde. Schauen Sie sich an Herrn Erdogan, den Partner von Frau Merkel. Er will zwei Atomkraftwerke bauen, eins russischer Stil, das zweite japanischer Stil. Ein Atomkraftwerk soll in Akkuyu errichtet werden. Das ist das Haupterdbebengebiet in der Türkei. Ein völlig unverantwortlicher Wahnsinn. Er spielt mit dem Leben von Menschen, mit der Sicherheit von Menschen. Und ich muss Ihnen sagen, angesichts der Situation an unseren Binnengrenzen, Europäischland, unserer deutschen Grenze, zu Belgien oder zu Frankreich, also dass die Menschen besonders bedroht sind von wirklichen Schrottreaktoren in Belgien, von Reaktoren in Frankreich, Cattenau, Fessenheim, seit Jahren ein Zwischenfall nach dem anderen, seit Jahren wird kleingeredet, wird vertuscht, das ist wirklich irre. Kann, was ich mache. Und das ist immer die größte Freude für mich. Da. Und heute soll eben auch noch mal sehr deutlich gemacht werden, dass die starke Anti-AKW-Bewegung sagt, wir wollen so schnell wie möglich aussteigen aus der Atomkraft. Das vor dem Atomkraftwerk Dreimingen, was der gefährlichste Reaktor in unserem Land ist, der immer noch läuft und der immer noch ein paar Jahre laufen soll.